Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Ich bin die Klinge des Lichts anzunehmen bei Lady Liadwin in den Geisterlanden an dieser Position. Wer es nicht weiß, die Geisterlande sind ziemlich weit im Norden von den östlichen Königreichen. Vorquest war Rückkehr in die Geisterlande. Nehmt die Quest hier mal an. Nun heißt es auf Talasischen Kriegsschreiter aufgesessen. Talasischem. So. Kompliziertes Wort für mich. Ich zeige euch natürlich, wo dieser Schreiter ist und wie es weitergeht. Logisch. Ungeschnitten wird alles zu sehen sein. Ich weiß, das mögt ihr. So, jetzt geht es erstmal diesen Weg entlang. Hier halte ich mich auf der rechten Seite. Und hier sieht man ihn schon. Talasischer Kriegsschreiter benutzen. An dieser Position. Nun heißt es, Diener der Geisel in der Todesschneise getötet. Ihr habt dazu diesen extra Knopf. Der macht ziemlich viel Schaden. Sollte er bei euch nicht hier sein, dann ist er normalerweise irgendwo hier in der Mitte. Solltet ihr ihn überhaupt nicht sehen, dann deaktiviert mal eure Addons, die euer Interface beeinflussen. Es könnte sein, dass der Knopf bedeckt wird durch euer Interface. Und auf diesem talasischen Quickschalter könnt ihr ganz normal kämpfen, als ob ihr zu Fuß unterwegs seid. Ich habe jetzt schon 30%. Und ich kann euch auch noch empfehlen, in diese Richtung zu laufen. Von diesem Tor. Also, in diese Richtung laufen. Weil da wird es weitergehen. Nur so zur Info. So, ich baue mal ein bisschen was zusammen. Nutze diesen Speer. Gleich noch einmal. Ist was geedet. Ich habe übrigens schon die 100%. Ich muss nur schauen, wo ich mich hinbewegen kann, damit ich nichts immer edde. Ich laufe einfach mal hier zur Seite. Hier. Ihr müsst aufpassen, nicht zu weit hinauszulaufen, weil dann werdet ihr abgemountet und habt nicht mehr diesen Knopf, glaube ich. So, ich halte mich hier an der Seite, laufe in diese Richtung. Hier töte ich noch die Mobs, die geaddet sind. Wow, das sind viele. Seht ihr? Kein Knopf mehr. Und jetzt bin ich tot. Also das ist ein bisschen tricky da oben. Ich glaube, das passiert euch auch. Ich habe keine Ahnung, wie man das umgehen kann. Also laufe ich jetzt zu Fuß dahin als Geist. Juppie! Soll ich das wegschneiden? Weil selbst, egal was ich mache. Na, ich empfehle euch auch, als Geist dahin zu laufen. Dann könnt ihr nach den Mobs euch quasi wiederbeleben und dann seid ihr in Sicherheit. Ja, das machen wir so. Okay, der Laufweg dauert eine Minute. Ihr könnt ja vorspulen. Ihr habt den Vorteil im Vergleich zu mir, dass ihr vorspulen könnt, eine Minute. Ich habe diesen Luxus nicht. Also, falls ihr das Video anschaut, wenn ihr beim Questen sterbt, dann müsst ihr auch laufen, logisch. Gut, jetzt sind es nur noch 30 Sekunden. Und gleich habe ich es.
Vielleicht hätte ich einfach diesen Wovat töten sollen, dann wären nicht so viele Mobs auf einmal gespawnt. So, wir warten den Respawn, laufen noch ein bisschen hinein. Jetzt annehmen und ich bin nicht im Kampf und alles ist okay. Sehr schön. Quest ist abzugeben bei Lady Liadwin in den Geisterlanden an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen, auch wenn ich gestorben bin. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren auch einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mich auch da besucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!